So, wir machen gleich die nächste Familie hinterher, die nächste Familie in der Organik und das sind jetzt die Alkene. Wir hatten die Alkane, jetzt kommen die Alkene. Das Gute ist, es ist fast alles dasselbe. Wir müssen uns nur eine Kleinigkeit merken. Ihr seht, ich habe hier ein Ethanmolekül und was machen wir? Wir machen Flop und Flop. Wir bauen quasi die Endstöpsel der Kette, bauen wir weg. Und mit bisschen Kraft. Machen wir sowas. Ich zeichne es euch kurz auf und dann gucken wir mal, ob wir die allgemeine Summenformel der Alkene hinbekommen. Also. Mit Absicht stehen die jetzt nicht mehr im rechten Winkel weg, sondern ihr seht, das hat was mit dem Molekül zu tun, weil man spricht von einer Doppelbindung. Diese Doppelbindung nimmt unglaublich viel Platz weg. Das ist eine Elektronenwolke, die sieht so ein bisschen aus wie ein Donut. Also wir haben hier quasi, oder wie ein Bagel, falls ihr einen Bagel kennt. Also wir haben hier oben so was und hier unten so was und deshalb. Das funktioniert nicht, dass da auch noch irgendwelche Haars rumschwirren. Die Doppelbindung braucht Platz. Also, wir merken uns, Alkene haben immer mindestens eine Doppelbindung. Die können auch mehr haben. Das machen wir dann noch. So, und die allgemeine Summenformel. Erinnert ihr euch noch? Was habe ich denn weggenommen? Ich habe die Bopsel am Ende weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt CnH2n. Und das plus 2 ist weg, weil wir jetzt eine Doppelbindung haben. Wir können aber trotzdem auf 4 zählen. Ich mache es euch mal mit einer Farbe. 1, 2, 3, 4. Das C hat immer noch 4 Bindungselektronen. Hat sich nichts geändert. Bonus-Masterfrage. Mit welchem Molekül fängt denn die homologe Reihe der Alkene an? Die homologe Reihe der Alkane fängt ja mit Methan an, mit einem C-Atom. Kann ich euch auch noch mal zeigen. Und schaffe ich es jetzt, in dieses Methanmolekül eine Doppelbindung einzubauen? Für die, die sagen, ja, das geht, der kann das ja mit sich selber. Da seht ihr, das geht im Modell schon nicht und das geht in Wahrheit auch nicht, weil, wie gesagt, ihr könnt euch nicht selber irgendwo, funktioniert nicht. Das heißt, die homologe Reihe der Alkene fängt tatsächlich mit Ethen an. Und es sind deshalb Alkene, weil da hinten immer ein E drin ist. Und weil wir ja die Reihe schon auswendig gelernt haben, Ethen, Propen, Buten, Penten, Hexen, Hepten, Okten, Nonen, Deken. Das könnt ihr im Buch auf der Seite 282 nachlesen. Diese Doppelbindung bezeichnet man auch als ungesättigt. Und bei dem Wort ungesättigt müsste es eigentlich klingeln. Zumindest bei denen, die sich ein bisschen mit Ernährung auskennen. Stichwort Fette. Es gibt gesunde Fette und ungesunde Fette. Und die gesunden Fette sind die, die ungesättigt sind. Ungesättigte Fettsäuren. Also die nicht die maximale Anzahl an H-Atomen haben. Oh, das habe ich jetzt aber reingequetscht. Also ungesättigt heißt eine Mehrfachbindung, also zum Beispiel eine Doppelbindung. Es gibt auch noch was anderes, das zeige ich euch gleich. Wie gesagt, das waren die
Alkene.